Hallo Römer, liebe Freunde. Was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Portal in die Unendlichkeit. Wir sind immer noch, oder wir sind, was ist immer noch? Wir sind, oh lol. Sound ist so laut manchmal, ne? Wir sind auf dem Weg. Gott, wie viele Top-Elixiere. Auf den Riesengletscher. Und ich nehme nochmal einen Belebersamen vorsichtshalber mit, wir haben ja noch ein paar. So. Und ja. Ich hoffe mal, wir kommen da gut durch. Und ich bin gespannt, was uns erwartet. Unser Team ist immer noch das gleiche. Naja, okay. Ups. Oh. So. Zum Dungeon. Sind mittlerweile beim 26. Part 60. Klar, 60 Parts. So schnell geht das dann auch wieder nicht. 26 Parts haben wir schon, Leute. 26 Parts. Und Ratitox. Joa. Nehmen wir doch gerne ins Team auf. Ja. Deswegen hast du... ja, nice. Dann muss ich das nicht extra noch machen. Schön. Okay, ich muss aufpassen. Okay, keiner hat auf die Giftschachen getreten. Schön. Das wäre nämlich echt nicht so geil. Gut, im 26. Part, Leute. Schlecht. Eine gute Zeit eigentlich, ne? So. Finde ich. Bin wie gesagt mal gespannt, was uns jetzt heute erwartet. Oder was uns mit dem Riesengletscher allgemein erwartet. Und wie weit, inwiefern das Spiel dann noch weitergeht? Weil bisher haben wir so die Information, okay, Riesengletscher ist so, ne? Unser Ziel, was als einziges noch ansteht. So. Weiß nicht, ob danach noch was kommt, wo wir hingehen müssen oder auch nicht. Bin ich mal gespannt. Sehr, sehr, sehr gespannt sogar. Ich schätze mal, das geht danach definitiv noch ein bisschen weiter. Ja. Ja, doch. Ich denke schon. Sonst wäre das echt ein bisschen komisch, so man bekommt zum Riesengletscher... Oh, das ist ein Special-Pokémon, alles klar. Das sieht doch aus wie ein Geistfeuer-Pokémon, oder? Au. Ich hätte mir nochmal eine Sinebeere mitnehmen sollen. Oh. Okay. Ja, also ich denke, es wird definitiv noch irgendwie weitergehen. So. Ein Stückchen. Definitiv. Oh, bitte verteile nicht zu viele Giftfelder. Du bist in Panik versetzt. Ah, okay. Ich hätte mir das gerade vielleicht durchlesen sollen, was da stand. Aber ich habe es halt einfach eiskalt nicht gemacht. Oh. Nein, wir haben blauen. Okay, aber das wurde eingefroren. Alles klar. Also, und wir hatten ein Feuer-Pokémon dabei, deswegen konnten wir das schmelzen lassen. Das ist natürlich geil. Also war das letzte Mal, waren ja Ranken davor? Also schätze ich mal, dass da irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Käfer-Pokémon, irgendwie ein Pokémon mit Zerschneider vielleicht da sein muss? Könnte ich mir vorstellen. Ein Pokémon, was die Attacke Schneider beherrscht, Zerschneider beherrscht oder so. Hm. Oh, neue Attacke, Leute. Schlitzer. Oh. Ja. Ich glaube, das machen wir tatsächlich anstatt Drachenwut. So, mittlerweile brauchen wir Drachenwut nicht mehr unbedingt. Schlitzer ist da. Oh, Schlitzer ist eine schöne Attacke. Wir können sie uns ja zur Not wiederholen von Zurokex. Aber ja, okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Hatte ich sogar recht, dass die Schlüssel dafür gebraucht werden. Für solche Momente. Schlitzer! Oh, das war Gewissheit. Ups. für solche Türen. Ist ganz cool. Finde ich, ist eine coole Sache.
Weil wir dann halt erstmal den Schlüssel dabei haben. Aber es ist praktisch, dass wir den Schlüssel jetzt definitiv, beziehungsweise die Schlüssel jetzt definitiv immer dabei haben. Beziehungsweise ich werde sie definitiv immer dabei haben jetzt. Vorher hatte ich ja nur zu Testzwecken immer dabei. Um zu gucken, yo, ist das denn überhaupt so des Rätsels Lösung, immer das dort dabei zu haben, immer die Schlüssel dabei zu haben für solche Momente, für solche Türen. Und wie es aussieht, ja, es ist des Rätsels Lösung. Aber mehrere Lösungen gibt es da, das ist interessant. Das ist cool, tatsächlich, finde ich. Finde ich echt eine nice... Oh, was? Daneben. Finde ich eine nice Sache. Nice Neuerung. Ich finde ja einige Neuerungen hier echt cool. So ist ja nicht. Wir müssen schnell diese... Dings finden. Die Treppe. Wieso... Wieso regenerieren wir denn keine KP, nur weil es schneit? Ich meine, ich kenne das von Gift und so. Aber doch nicht von Schnee. Alter. Danke. Endlich ist es mal hingekommen. Holy shit. Das hasse ich bei Pokémon Mystery Dungeon. Ich meine, ich hätte ja jetzt, also, hätte ich eine andere Taktik oder so, dann würden sie ja losgehen zum Pokémon hin und angreifen. Ich weiß nicht. Ich mag die Taktik nicht so. Ich bleibe bei der Taktik, yo, ne. Immer mir nach. Och, Scanner. Wie viel denn noch? Okay, danke. Ha. So, hier ist nichts. Wow. Bin begeistert. Ah, Poke. Und Treppe. Wie viele Ebenen müssen wir noch? Das ist ein Riesengletscher, also wird der wahrscheinlich eine Weile gehen, ne? Belebersamen, schön. Schöne Sache. Glitzer. Ehe. So, wie sieht's mit unseren Attacken eigentlich aus? Alle auf Level 3, außer Schlitzer natürlich, weil Schlitzer hatten wir jetzt erst bekommen. Das ist in Ordnung, würde ich sagen. Ist ein momentanes gutes Level. Oh, nice. Gewissheit. Verfolgung ist auch schön. Oh, 500 Erfahrungspunkte, Alter. Holy fuck moly. Das ist eine Menge. Das ist tatsächlich eine ganz schöne Menge. So. Okay, da kommen wir jetzt... Oh, warte, geht's auch hoch. Okay. Aber hier ist tatsächlich nichts wahr. Alter. So eiskalt. Schutzschild. Oh. Eis. Ich wollte halt nicht den Platz tauschen irgendwie. Oh. Glut und Schlitzer. Hehe. Schön Schlitzer leveln. Oh. Aber ich find's gut, dass die Fallen jetzt zerstört werden, nachdem sie einmal genutzt wurden. Ich weiß nicht, ob das in Mystery Dungeon 2 auch schon so war. Ich glaube nicht, ne? So kann man nicht dann irgendwie... Ja, die Teammates noch drauf treten lassen. Oh. Lull. Hab gar nicht gesehen, dass da Pokémon war. Oh, die Treppe, danke. Riesengletscher E7. Sehr geil. Die machen wir mal einen normalen Angriff. Nitro-Ladung macht gar nicht mal so viel Damage, ne? Ich hätte halt echt erwartet, dass es mehr Damage macht. Machen wir Schlitzer. Ah, Schlitzer ist eigentlich dumm. Sehr gut. Aber wir können jetzt... Oh, Schlitzer. Ist für die restliche Ebene blockiert. Doppelhieb. Teddy Level 21 schon. Alter.
Wir leveln langsam echt schnell, ne? Walzer. Oh, Walzer ist nett. Walzer ist tatsächlich sehr nett. Ich glaube, ich mache dafür Tackle weg. Walzer ist eine coole Attacke. So, Walzer ist okay, doch? Walzer ist gut. Ich mag Walzer. So, gerade Mystery Dungeon mag ich solche Attacken, die halt mehrmals hintereinander treffen. Alter. Das ist Schutz. Schild. Jetzt brennen wir auch noch, alles klar. Das ist nicht gut. Ich werde definitiv eine Sinebeere einsetzen müssen. Ich glaube, ich nicht rechtzeitig dann zu der Treppe komme jetzt. Nee, definitiv nicht. Das lag zwar Poke, aber das ignoriere ich jetzt erstmal. Okay, vielleicht kommen wir doch noch zur Treppe. Nee, ich muss eine Sinebeere einsetzen. Ja. Hier ist immer noch keine Treppe. Okay, komm, dann hole ich noch schnell das Poke, was da unten noch lag. Wenn wir schon hier sind, dann kann ich das Poke auch schnell einsammeln. Oh, es ist weg. Hat schon wer anders eingesammelt. Einmal kurz, bitte. Hier hochgehen? Danke. Oh. Ich hatte schon Angst, dass nichts trifft. Oh, guckt euch das an. Habt ihr das gesehen, Alter? Göttlich sowas. Ich habe keinen Belebersamen oder... Ja, kein... Dings. Keine Sinebeere mehr. Mann, ich hätte mehr mitnehmen sollen. Definitiv. Definitiv hätte ich das machen sollen. Aber egal, ein Belebersamen. Ach, kommt. Der ist jetzt nicht... Der ist jetzt nicht die Welt. Ist halt jetzt... Leider doof, dass wir einen verloren haben. Aber gut. Ich meine, wir hatten ja auch einen gefunden hier, ne? Also sind wir so gesehen mit... Bisher plus minus null im Dungeon unterwegs. Schlitzer! Schlitzer! Weiter geht's. Oh. Amrena-Beere, ja, ist okay. Gibt später alles massig Geld, wenn wir alles an einem Stück verkaufen, was wir nicht brauchen, ne? Wenn wir dazu überhaupt noch kommen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es noch weitergeht. Nö. Wo kommt der denn her? Ob es nach dem Riesengletscher noch weitergeht? Oder ob es danach nicht mehr weitergeht? Beziehungsweise überhaupt, ob wir halt nochmal nach Raststadt zurückkommen, bevor das Spiel storytechnisch beendet ist. Hallo. Okay. Ich konnte nicht kämpfen einfach. Es wurde nicht weg. Es ging nicht weg. Ja, ich weiß nicht, ob ich so storytechnisch überhaupt nochmal in eine Raststadt komme. Kein Plan. So. Kann ja sein, dass es jetzt halt erstmal nicht mehr geht, bis die Story vorbei ist. Und das mit dem Gift und so ist halt so kacke, ne? Weil ich wahrscheinlich jetzt nochmal einen Belebersamen aufopfern werden, wir haben noch eine Pirsif-Beere. Holy shit. Warum nutze ich die denn nicht? Wir brauchen trotzdem die Treppe, weil sonst sterbe ich an dem Dings. An dem Schnee. Okay. Hallo? Treppe? Das gibt's nicht, ne? Ich bin gleich tot. Oh,
Heilige Mama Maria Gottes, Alter. Oh. Das war not even close, würde ich sagen. Okay. Schön aufpassen. Nicht, dass ich in einen Gegner reinlaufe. Oh. War schon wieder eine grüne Tür. Oh, wir haben keinen grünen Schlüssel. Mann, no. Ich will endlich mal so eine Tür öffnen und sehen, was da drunter ist. Oder was da halt... Ja. Was da drunter ist. Unter der Tür. Was hinter der Tür ist. Mann. Und die Elf. Alter. Weit geht der Dungeon noch? Ich meine, ich finde es nicht schlecht, ne? Komm doch einfach in meine Nähe. Es gibt's nicht. Danke. Heilige. Meditation gerade halt, ne? Hat seinen Damage, glaube ich, gut geboostet. Oh, D12. Und Schlitzer. Oh, Petsneef. Petsneef. Ja, nehmen wir auf. Petsneef kann Petsneef heißen. Und wird ja gleich zurück zum Paradies geschickt, ne? Genau. Schön. Das finde ich cool. Sowas finde ich richtig, aua. Richtig, richtig cool. Sorry, Leute, voll gegen das Mikrofon gehauen. I'm sorry. Was? Nicht besiegt? Lol. So langsam gehst du mir auf Eierlinfu. Schlitzer. Okay. Dieser Schnee geht mir auch ein bisschen auf Eier. Tatsächlich. Oh, Schlitzer. Nochmal Schlitzer. Aua. Ah. Alter. Leben am Limit, Leute. Oh, was hat er für... Lebersamen, sehr schön. Oh, Alter. Langsam nervt ihr. Langsam nervt die ganze Pokémon. Dass man während diesem Eissturm keine KP-Ringe regeneriert, ist echt kacke. Also ich weiß nicht, was sich dabei gedacht wurde. Aber das denke ich mir bei so vielen Sachen in diesem Spiel. Tatsächlich so, falls ihr es noch nicht gemerkt haben solltet, ne? Ja, ich werde einen Belebersamen verschwenden, alles klar. Schön, schön. Das ist ein nices Feeling, wegen sowas einen Belebersamen verschwenden zu müssen. Aber gut. Es sind halt Momente, das sackt halt des Todes so. Erst 20 Milliarden Gegner und dann noch dieser Eis, der sich halt nicht... Ne, also der Damage ist ja nicht schlimm, oder dass es Eis gibt. Leute, das will ich damit nicht sagen, ne? Es stört mich eher, dass man sich dagegen nicht anreckt. Also, dass man kein Leben dagegen reckt. So, ich meine, gut, es ist nur ein Damage, aber das kann halt sich echt, ja, das kann sich echt gut stacken. Nach einer Zeit, dann noch mit dem Damage gerechnet, den die Gegner machen in der Zeit, so zwischendurch, ne? Ist halt schon echt nicht so das Geile. Oh, bitte setz nicht die ganze Zeit Heule ein, bitte setz nicht die ganze Zeit Heule ein, bitte setz nicht die ganze Zeit Heule ein. Schlitzer. Ja, den Orb sammle ich jetzt. Oh. Wie viele Pokémon hier sind. Ich meine, ich finde das nicht schlecht so, prinzipiell. Dadurch kriegen wir halt eine Menge Erfahrungspunkte. Aber hört ja gar nicht mehr auf, ey. Oh, Mann, ey. Danke, es ist besiegt. Ach du meine Güte. Stelle Level 22. Also wir haben hier, glaube ich, in diesem Dungeon schon 3 Level gemacht, oder? Kann das sein? Ich glaube, wir haben schon 3 Level oder so gemacht. Ja, ist noch nicht vorbei, Leute. Ich schätze mal E15 oder so wird letzte Ebene sein, ne? Och.
Du und deine Meditation. So. Oh. Ey, langsam, ne? Man geht ja nur 5 Schritte und schon sind wieder neue Pokémon da. Und ich meine, mich hat es ja schon immer bei Pokémon so aufgeregt, dass es mit den Effekten halt so Ewigkeiten dauert, ne? Ja, das dauert halt echt Ewigkeiten. Bei jedem Pokémon, Mystery Dungeon oder normal. Die Effekte dauern halt Ewigkeiten, dass sie wirken, sag ich mal. Also die Animation davon, wenn ihr versteht, wie ich das meine. Oh, anstrengend sowas. Ja, wir speichern. Denn der Part ist vorbei, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein!